7 zu 0 Demontage. Galatasaray hat heute Başakşehir offiziell beerdigt, Leute. Keine Ahnung, was mit den Jungs von Emre Bello heute los war. Sie haben somit in nur einem Spiel so viele Tore kassiert, wie sie davor in 12 Spielen kassiert haben. Sehr kurios, sehr sass, würden manche sagen. Aber das soll natürlich kein Schatten auf die Performance von Galatasaray heute werfen. Heute waren sie wirklich geisteskrank gut drauf. Rashica ganz klar mit einer der besten. Mauro Icardi mit einem Tor und 2 Assists. Also auch top. Aber seinen Sahnetag, Pause, hatte heute Kerem Aktürkoğlu. Der Bre hat einfach mal aus dem Nichts einen Hattrick gemacht und verhalf somit Galatasaray den Abstand zu Fenerbahçe nur noch auf 2 zu verringern. Sie hatten heute blöderweise mit einem 1:2 gegen Giresunspor verloren. Fairerweise muss man sagen, sie waren nur noch zu 10 ab der 40. Minute. Für die Niederlage verantwortlich war aber Serdar Aziz himself, der eigentlich die letzten Wochen sehr stark war. 2 Riesenfehler und somit 2 Gegentore. Und somit hat Fenerbahçe auch das Spiel verloren. Sollte wohl so sein, sage ich jetzt einfach mal. Somit ist die Spannung in der Super League kurz vor der WM-Pause noch einmal mehr gestiegen. Drückt aufs Plus, wenn euch das Video gefallen hat, Leute. Das nächste Video wird wieder ein Transfergerücht sein. Schaltet also auch da wieder ein. Ich bin somit raus. Ciao.